Heute reden wir mal Klartext. Was ist der Unterschied zwischen einem Innenarchitekten und einem Interior Designer? Und macht vielleicht das eine mehr Spaß als das andere? Wir gehen dem auf die Spur. Ich bin Monika, Innenarchitektin und die Gründerin der Firma Homemade. Mein Team und ich, wir gestalten Wohlfühl zu Hause für unsere Kunden und nehmen dich heute mit. Heute räumen wir mit der meistgestellten Frage in der Community auf. So, wie wird man denn jetzt Innenarchitekt? Also, wenn du Innenarchitekt werden möchtest, musst du studieren. Ich bin schon ein bisschen älteres Semester und habe damals mein Diplom gemacht und habe den Abschluss Diplom-Ingenieur. So, wie der Name schon sagt, das ist etwas technischer. Also, es ist weniger Mathe, aber dafür Bauphysik, Statik und solche Dinge. Und es war eher hochbaulastig. Heute ist es ein bisschen anders. Da gibt es Vertiefungsrichtungen für den Bachelor und für den Master. Da könnt ihr dann gucken, in welche Richtung es für euch gehen soll. Aber wichtig, wenn ihr euch Innenarchitekt nennen wollt, müsst ihr studieren und Mitglied in der Architektenkammer werden, um sich freier Innenarchitekt oder freie Innenarchitektin nennen zu dürfen. So, was machen jetzt Innenarchitekten genau? Stellt euch vor, Innenarchitekten sind wie kleine Architekten, die noch nicht raus dürfen. Das heißt, sie kümmern sich um den Innenraum. Sie gestalten Treppen, Bäder, Küchen und so weiter und finden ja, Plattenmaterialien, weiße Wände und Beton vom Stil her total toll. Und Shishi? Möp, möp, möp. Geht gar nicht. Vorhänge, Teppiche, pfui, 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 nicht machen. Es hat einen Grund, warum wir Homemade Interior Design heißen. Denn wir gestalten eben nicht nur Treppen, Bäder, Küchen und so weiter, sondern den kompletten Rest. Das heißt, wir richten Räume ein mit Farben, Materialien, mit Möbelbeleuchtung und eben auch den ganzen schönen Shishi wie Vorhänge, Kissen, Deko und so weiter. Stopp! Interior Designer sind keine Raumausstatter. Nein, 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 nein. Raumausstatter sind keine Interior Designer und Interior Designer auch keine Raumausstatter. Aber sie sind unsere nächsten Verwandten im ganzen Prozess. Raumausstatter sind quasi die Handwerker, die unsere Ideen im Raum umsetzen. Sie verlegen Böden, nähen Gardinen, montieren Gardinen und montieren natürlich auch noch Sonnenschutz und solche Dinge. Mit der eigentlichen Raumgestaltung hat der Raumausstatter überhaupt nichts zu tun, sondern ist lediglich der Handwerker, der alles umsetzt. So, wie wirst du jetzt Interior Designer? Das Wichtigste zu Beginn, das die wenigsten wissen, ist, Interior Design ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich so nennen und du kannst dir die Ausbildung quasi selbst aussuchen. Das heißt, du kannst in Innenarchitektur studieren, in Interior Design Fernkurs machen, du kannst durch Praxiserfahrung lernen oder eben quer einsteigen. Und das Schöne ist, jeder hat die Chance, unsere Leidenschaft zu lernen und umzusetzen und sich die Ausbildung selbst aussuchen. So, bitte versteh mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Innenarchitektur studieren total blöd ist, weil habe ich ja selber gemacht. Aber was ich damit sagen möchte ist, was ich im Studium gelernt habe, kann ich in meinem Berufsalltag für das Gestalten von Einrichtungen kaum brauchen. Klar, ich weiß, wie so ein Boden aufgebaut ist, aber ich musste mir im Laufe der Jahre so viel erstmal aneignen nach dem Studium, eigene Methoden, Arbeitsweisen, um eben solche Einrichtungskonzepte in dem hochwertigen Format für unsere Kunden machen zu können. Damit du nicht die gleichen Fehler auch machen musst, wie ich in den letzten 20 Jahren, habe ich meine Methoden für dich zusammengefasst. Mehr dazu findest du hier unten, zum Beispiel die Farbfinderformel ist eine davon. Lasst euch nicht davon abhalten, ihr braucht nicht unbedingt ein Studium. Man kann quer einsteigen. Wenn ihr dafür brennt, möchte ich euch einfach nur bestärken. Geht euren Weg und habt Leidenschaft in dem, was ihr tut und verwirklicht euch. Also jetzt ganz wichtig hier unten, bitte abonnieren, Video liken und am besten noch kommentieren und mir eine Frage stellen. Da freue ich mich total. Und mehr zum Thema Innenarchitektur studieren findest du hier. Und ein weiteres Video, wie unser Arbeitsalltag vom Interior Designer aussieht, gibt es hier. Bis bald, eure Monika.